Mein nächster Gast ist eine Schauspielerin, die Sie natürlich alle kennen, aber sie ist auf vielen Bereichen unterwegs. Sie ist eine Powerfrau, hat das Bundesverdienstkreuz und ist eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Schon als Fünfjährige spielt sie ihre ersten Rollen. Mein Kleid, so krabbelig, Mami. Und wird ein Kinderstar, der vor der Kamera langsam erwachsen wird. Siehst du dich nicht richtig an? Auch das noch. Zum Publikumsliebling wird sie schließlich durch diese Drombuschs. Wir leben ausschließlich gesund und umweltbewusst. Tatsächlich ist sie ehrenamtlich so engagiert wie kaum eine andere Schauspielerin, wirbt für klimafreundliche Ernährung und setzt sich schon seit Jahren für Kinder und Gehörlose ein. Herzlich willkommen, Marion Kracht. Das ist ja schön. Muss ich gleich fragen. Ist das ein veganes Kleid? Ja. Ehrlich? Das ist Baumwolle. Und das ist ja der Hammer. Vegan. Denn mit Frau Kracht kann man sich natürlich über 10.000 verschiedene Themen unterhalten. Wir lassen im Moment mal die ganze Schauspielerei weg und wenden uns Ihrem neuen Lieblingsgebiet zu. Das heißt Küche, Kochen, Ernähren, Anziehen. Vegan denken. Ich habe mir zwei Zeilen aufgeschrieben. Es gibt in Deutschland 7 Millionen Vegetarier und 800.000, die sich vegan ernähren. Und würden Sie jetzt sagen, Sie sind eine strenge Veganerin? Überhaupt nicht. Also, wobei ich inzwischen glaube, durch Herrn Hildmann, dass es viel mehr Veganer inzwischen gibt. Ich bin jemand, der gerne isst, gut isst, genießt und trotzdem bewusst ist. Das heißt, ich gucke, was tut es mit meinem Körper und was tut es mit der Umwelt und mit meiner Welt im Ganzen, was ich da zu mir nehme. Und ich esse zum Beispiel noch Ziegen- und Schafskäse durchaus. Und wenn jemand einen wunderbaren Kuchen backt, wo Eier drin sind, dann esse ich den auch. Also in der Beziehung würde ich mich dann auch zu Ihren Ernährungsarten zuzählen. Sehen Sie? So geht es mir ähnlich. Also ich bin nicht ganz streng und ganz vegan zu leben, muss ich sagen, das ist ja fast schon eine religiöse Einstellung. Also das kommt drauf an, wie man das handhabt. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, also zum Beispiel soll man Tiere, wenn man Haustiere hat, dann vegan ernähren. Und ich habe Katzen und meine Katzen fressen Fleisch, Punkt, finde ich. Und ich muss jetzt nicht meine Katze umerziehen, dann soll ich ein Meerschweinchen nehmen. Also das finde ich irgendwie, also aus meiner Sicht. Und ich finde überhaupt, dass alles, was so ganz, ganz strikt ist, finde ich immer schwierig handzuhaben. Jeder muss das für sich entscheiden. Und ich finde, wenn man es leger nimmt und sich annähert, wunderbar. Sie haben so schöne Rezepte zusammengesammelt. Ich könnte auf jeder Seite sofort sagen, Herr Ober, bringen Sie mir bitte das, bringen Sie mir das, bringen Sie mir das. Da ist übrigens in diesem Buch ein Traumbild von Ihnen drin. Das muss ich jetzt zeigen, meinen Zuschauern. Weil ich habe schon vieles gesehen, wie Filmstars in Milch baden oder in Sekt. Aber wie man sich in die Badewanne legen kann, voll mit Gemüse und mit Obst, das ist ja schon wirklich eine Großaufnahme wert, würde ich mal sagen. Was hat Sie zu diesem Buch veranlasst? Also mit Ernährung beschäftige ich mich schon sehr lange und ich bin ja auch sehr, sehr viel unterwegs, eben durchs Drehen. Und dann gibt es auch natürlich immer Catering und dann in den verschiedenen Ländern. Und ich habe einfach auch die Leidenschaft für gutes Essen und für gutes also Kochen von meiner Mutter mitbekommen und habe mich sehr viel damit beschäftigt, weil ich eben auch Lebensmittelunverträglichkeiten hatte und gesagt habe, was tut mir gut, wie ist das eigentlich? Und habe über die Zeit eben ganz viele Rezepte gesammelt und mein Mann hat immer gesagt, verdammt nochmal, ich weiß ja gar nicht, wenn du nicht da bist, wie soll ich denn das alles machen? Dann hat er mich immer angerufen und dann habe ich gedacht, jetzt schreibe ich mein Buch. Und dann gab es auch einen Verlag, der das gerne machen wollte. Und das sind tatsächlich meine Rezepte und immer eine kleine Geschichte dazu, was das ist und warum das in meinem Buch vorkommt, ob das das Lieblingsessen ist meiner Söhne oder ob ich es aus Indien habe oder
zum Beispiel auch der Sauerbraten. Meine Mutter ja, das war ja überhaupt ein Ding, als ich gesehen habe, es gibt einen vegetarischen Sauerbraten. Habe ich gedacht, ach du liebe Zeit, schon wieder so ein Stück Tofu. Nee, ist es nicht. Und ich liebe Sauerbraten und also habe den immer gerne gegessen von meiner Mutter und habe gedacht, Mensch, wie kannst du den denn umbauen, dass das das auch vegetarisch oder vegan gibt? Denn alle Rezepte sind sowohl vegetarisch als auch vegan, damit man sieht, wie einfach das eigentlich ist, das auch auszutauschen. Und die Rezepte sind wirklich alltagstauglich, um das mal so zu sagen. Weil ich finde, also Sie manchmal müssen kein Sternekoch sein, ja, um das nachzukochen. Und nicht 5,5 Stunden in der Küche stehen. Das finde ich immer etwas schwierig. Also ich habe hier etwas gesehen, jetzt finde ich es gerade in dem Tempo hier nicht. Da haben Sie eine Linsenspeise gemacht, die so gut aussieht. Da könnte ich Ihnen sofort jetzt sagen, können Sie mir die nicht sofort servieren? Ist das mit Granatapfel, ja, der Linsen? Das ist der Hammer. Das ist den habe ich auch schon für 500 Leute gekocht, weil ich das auf der Veggie World, da wusste ich gar nicht, wie viele Leute da sind. Und komme auf die Bühne und dann stehen 500 Menschen da. Und dann musste ich riesige Portionen machen. Und hat die Familie das denn gerne angenommen oder haben die gesagt, Mama hat jetzt wieder einen Spleen? Die waren Testesser. Also das muss man dazu sagen, habe ich auch erwähnt. Die mussten auch Sachen essen, die nicht gelungen sind. Und wobei man sagen muss, wir alle leben vegetarisch. Mein einer Sohn ist seit Geburt Vegetarier. Der andere hat sich mit 7 entschieden, als er begriffen hat, dass dieses Schnitzel, was er da isst, die süßen kleinen Schweinchen sind. Hat er gesagt, das will er nicht mehr essen. Und mein Mann hat mitgezogen und insofern brauche ich da keine Überredungskünste. Sie waren ein bisschen älter, als Sie Vegetarier geworden sind. Ich glaube, das hatte mit einem Aufenthalt in Indien zu tun. Ja. Also ich war in Indien 89 und habe gesehen, wie die mit Fleisch umgehen und wollte einfach in den 6 Wochen gesund bleiben in der Zeit dort. Weil wenn man Blumenkohl nicht kühlt, ist es kein Problem. Aber wenn man ein Stück Fleisch nicht kühlt, wird man ziemlich krank. Und dann habe ich die vegetarische Küche für mich entdeckt und habe gesehen, auch wie gut mir das tut. Und daraus resultierend kam aber auch, dass ich verstanden habe, was es mit unserem Klima zu tun hat, also mit dem Klimawandel, was ich esse, dass ich sozusagen einen direkten Einfluss darauf habe. Und jetzt gehen Sie so weit und unterstützen auch noch vegane Mode. Das ist ja ein konsequenter, neuer Schritt in eine ganz andere Richtung. Und man kann Sie jetzt auch als Model buchen. Naja, nicht ganz. Ja, doch. Aber könnte man theoretisch, auf einer Modenschau sind Sie gelaufen. So, als seien Sie Germany's Next Topmodel. Sozusagen. Und das war sehr amüsant, ja. Was ist das für eine Mode? Also ich habe eine Kollektion entworfen für Lana, Marion Kracht for Lana. Das ist ein Familienunternehmen, die seit 25 Jahren ökologisch korrekte Kleidung produzieren, also in Deutschland produzieren. Das heißt nicht nur, dass es Biobaumwolle ist oder Bioprodukte, sondern eben auch darauf geachtet wird, wo wird das hergestellt, wie wird das hergestellt, ja? Von wem, wie sind die Umstände auch für die Leute, die das produzieren. Denn wenn man ein T-Shirt kauft für 2,50 Euro, dann kann man sich überlegen, was bedeutet das für die Menschen vor Ort, meistens in Bangladesch oder wo auch immer? Wie sind die Arbeitsumstände dort? Verdienen die daran noch? Und diese Firma Lana, mit denen habe ich sozusagen, für die produziere ich eine vegane oder entwerfe ich eine vegane Linie. Vegan ist ja in dem Fall ganz einfach. Es ist eben Baumwolle und nichts Tierisches. Also das heißt, also Baumwolle, Leinen, aber eben kein Leder, keine Wolle, keine Seide. Und jetzt ist die erste Kollektion rausgekommen, also für diesen Winter. Ab August kann man sie kaufen. Und jetzt habe ich gerade die Sommerkollektion für nächstes Jahr entworfen, für 2016. Das ist ja immer voraus. Da muss man sich schon überlegen, was wird dann Mode sein? Und das wird jetzt auch gezeigt. Und ich bin eben mitgelaufen zwischen diesen ganzen 16-jährigen, 1,85 Meter großen Models, die Kleidergröße 32 haben, bin ich dann auch gelaufen und es war sehr lustig. Und die meisten Zuschauer waren höchstwahrscheinlich froh, weil sie hat man wenigstens erkannt auf dem Laufsteg. Das ist wahr und es kamen ganz viele Frauen und auch Männer hinterher und haben gesagt, endlich mal eine Frau auf der Bühne, das ist aber schön. Was macht Ihre schauspielerische Tätigkeit?
Ich habe dieses Jahr ganz viel Theater gespielt. Ich werde im Sommer wieder drehen. Und Ende des Jahres werde ich auch wieder an der Bühne in Hamburg stehen, auf ein neues, ein sehr amüsantes Stück einer taffen Geschäftsfrau, die das haben Sie mir das letzte Mal, als Sie hier waren, schon erzählt. Genau. Das muss ein Riesentheaterfolg sein. Wie viele Mitwirkende sind da? Wir sind nur zu dritt und wir haben, glaube ich, schon 170 Vorstellungen gespielt und sind jetzt in Hamburg, werden in München sein und in vielen anderen, Köln wahrscheinlich, in vielen Städten, weil das einfach der Was ist die Story? Ein Obdachlose, der sich in ein Haus flüchtet vor einer Tür. Und diese Businesswoman kommt nach Hause und sagt, weg, du störst hier. Und kriegt aber dann am Weihnachtsabend mit ihrer Tochter einen riesigen Streit, eine pubertierende Tochter, weil die sagt, du bist herzlos. Und daraufhin lädt sie natürlich den Obdachlosen ein und verbringt diesen Weihnachtsabend mit dem. Und ja, sagt dann, ich werde aus dir wieder einen ordentlichen Menschen machen. Also hat so ein Programm. Aber merkt eben, dass sie selbst auch sehr, sehr viel zu lernen hat. Aber da es ein Boulevardstück ist, nehme ich an, gibt es ein wunderbares Happy End. Na, und klar. Alle liegen sich dann in den Armen. Ungefähr. Jetzt gibt es ja sehr schnell die kritische Überschrift bei manchen Stücken im Fernsehen, wo man sagt, das ist eine Schmonzette. Mhm. Das, was morgen oder übermorgen von Ihnen im ZDF läuft, ist mir vorgelegt worden als Schmonzette. Ah. Ich habe es noch nie gesehen. Es heißt Melodie der Liebe. Naja, worum geht es denn da? Das ist einfach ein Pilcher. Also das heißt, Pilcher sind da sozusagen Schmonzetten, wenn man so will. Wobei der sogar eigentlich nicht Pilcher-Style ist. Hat er nicht was auch mit der Gebärdensprache genau, zu tun? Genau, das habe ich, weil ich ja mal gottesvergessene Kinder gespielt habe. Also Gott, in Gebärdensprache und deswegen die einigermaßen beherrsche, habe ich diese Rolle übernommen und gebärde eben mit einem Mädchen, die bei einem Unfall ertaubt. Und also sie erlernt eben dann die Gebärdensprache, die ja auch in Deutschland leider noch gar nicht lange anerkannt ist als richtige Sprache. Damals, aber sie ist jetzt anerkannt. Jetzt ist sie anerkannt. Ja. Und, da haben Sie auch mitgewirkt. Vielleicht. Ja, doch, Sie haben sich sehr dafür eingesetzt immer. Deswegen möchte ich Sie nämlich auch bitten, den Schluss meiner heutigen Sendung in der Gebärdensprache vielleicht zu übertragen. Okay. Sie hören mir einfach zu und machen parallel das. Das ist ganz das einfach. Ist wir haben das nicht geübt. Nein, ich weiß Frau nichts Kraft davon. Frau Kraft ist jetzt überfallen von mir. Aber möchte wir probieren. Vielleicht jemand hier? Nein. Nein. Wir probieren es jetzt einfach. Ja, mal sehen. Ja. Also, liebe Zuschauer, das war's wieder mal für heute. Ich freue mich sehr, dass Frau Kracht hier bei mir war heute als letzter Gast und freue mich auch über meine anderen Gäste. Oh, das Ihnen war sehr schnell. Wünsche ich alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund? Und ich freue mich auf heute in einer Woche, Sie wiederzusehen. Tschüss, bye bye und Dankeschön, Marion Kracht.